Zeit. Als ich mich mit diesem Begriff für meine Präsentation befasst habe, ist mir dazu sofort das Wort Klimawandel eingefallen. Denn hier ist unser Zeitfenster begrenzt. Eigentlich liegt die Lösung dafür schon länger auf der Hand. CO2 sparen und schon ist alles gut. Aber so einfach wie das klingt, irgendwie gelingt es uns Menschen einfach nicht. Und langsam läuft uns echt die Zeit davon. Also, was tun? Kopf in den Sand stecken? Das führt mich im weitesten Sinne zu meinem heutigen Thema. Betrachten wir den Klimawandel doch mal aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Boden aus. Was uns oftmals nicht bewusst ist, dass eine weitere Lösung wirklich zum Greifen nahe liegt. Ja, sie umgibt uns sogar in Wasser, Luft und im Boden. Selbst in uns Menschen. Es sind Lebewesen, sehr kleine. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon klar, wen ich genau meine. Die Rede ist von keinem anderen als Mikroben. Aber wie können diese winzigen Lebewesen dafür sorgen, dass wir mehr Zeit haben und womöglich Klimaretter unserer Zukunft werden? Um genau das herauszufinden, werfen wir zunächst einen genaueren Blick darauf. Mikroben sind schon ein langer Bestandteil der Erde, denn die ersten lebten schon vor rund 3,8 Milliarden Jahren. Sie umgeben uns allgegenwärtig, sind aber so klein, dass wir sie mit bloßem Auge kaum erkennen. Zu den Mikroben zählen Bakterien, Pilze, Einzeller, mikroskopische Algen und Krankheitserreger. Diese kommen in großen, unvorstellbaren Mengen vor. Wenn wir uns die Stoffwechselkreisläufe der Ökosysteme genauer anschauen, merken wir, dass Mikroben dort eine Schlüsselrolle einnehmen. Obwohl Bakterien im Boden sehr wichtig sind, da sie dort abgestorbene Organismen zersetzen und Nährstoffe für Pflanzen produzieren, sind sie gleichzeitig auch klimaschädlich. Denn bei ihrer Umwandlung setzen sie CO2 frei. Hierbei handelt es sich um aerobe Mikroben, die Sauerstoff zum Überleben benötigen. Im Gegensatz gibt es auch noch anaerobe Mikroben, die nur bei fehlendem Sauerstoff existieren können. Dabei produzieren diese das Treibhausgas Methan. Das ist noch ein viel größeres Problem, denn Methan wirkt sich 30 Mal stärker als CO2 aufs Klima aus. Ja, genau richtig gehört. Sobald es wärmer wird und sie noch mehr Nahrung vorfinden, steigt die Produktion. Ebenso spielen Mikroben auch beim Tauen der Permafrostböden in der Antarktis eine wichtige Rolle. Auf den ersten Blick werdet ihr wahrscheinlich nur dauerhaft gefrorene Eisplatten sehen, die allmählich tauen und sich in Matsch verwandeln. Wusstet ihr aber, dass sich in den Permafrostböden Biomasse aus überwiegend Pflanzenresten befinden und diese als Kohlenstoffspeicher dienen? Und genau hier liegt das Problem, denn die festgefrorenen Bodenmikroben werden durch das Tauen des Permafrosts quasi aufgeweckt. Sie fangen jetzt an, die Biomasse abzubauen und gewinnen dadurch Energie. Dabei setzen sie vermehrt den Kohlenstoff über CO2 frei, der bisher im Boden gebunden war. Neben dem freigewordenen CO2 produzieren die Mikroben bei ihrer Zersetzung Methangas, wenn ihnen der Sauerstoff fehlt. Dabei hängt ihre Aktivität von der Höhe der Temperatur ab. Bei steigenden Temperaturen steigen auch die Treibhausgase, da der Boden tiefer und länger auftaut und so mehr Mikroben aktiv sind. Hinzu kommt, dass hier der sogenannte Priming-Effekt auftritt, der mit den Pflanzen zu tun hat. Dadurch, dass es immer wärmer wird, fangen die Pflanzen an, sich im angetauten Permafrost anzusiedeln. Dabei betreiben sie Photosynthese und geben den Kohlenstoff in Form von Zucker als Nahrung an die Mikroben ab. Diese können dadurch noch etwa 12% mehr Biomasse zersetzen. Die Folgen sind uns bestimmt klar: noch mehr Treibhausgase. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass etwa ein Sechstel der Erdoberfläche Permafrostgebiete sind und diese fast dreimal so viel Kohlenstoff enthalten, wie wir derzeit in der Atmosphäre haben, wird uns erst bewusst, wie massive Auswirkungen diese kleinen Mikroben haben. Sie sind also in der Lage, den Klimawandel zu verstärken. Nun liegt es an uns herauszufinden, inwieweit Mikroorganismen auch Teil der Lösung unseres Problems sein können. Dazu betrachten wir die Erdböden nochmal genauer. Normalerweise wird der Kohlenstoff durch pflanzliche Photosynthese durchschnittlich für 23 Jahre als Biomasse gebunden. Die Mikroben wandeln diese dann wieder in CO2 um. Eigentlich ist doch gar nichts an den Mikroben positiv praktisch bestimmt, denn die Mikroben setzen ja das CO2 wieder frei, anstatt es zu binden. Doch das stimmt nicht ganz.
Denn bei der Zersetzung der Biomasse verbleibt stets ein Teil des Kohlenstoffs im Boden. Dieser kann dann über mehrere Jahrhunderte, sogar bis zu 1000 Jahren im Boden gespeichert sein. Hier haben wir jetzt den positiven Effekt. Da wird das CO2 nicht für immer an Böden gebunden, so reicht aber ein längerer Zeitraum schon aus, um den CO2-Gehalt auf der Erde zu vermindern. Jetzt schauen wir doch mal vor unserer eigenen Haustür nach. Denn von außen eher unscheinbar, aber wahre Sieger der Kohlenstoffspeicherung sind Moore. Sie sind in der Lage, CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen und über Jahrtausende als Kohlenstoff zu speichern. Aktuell sind aber 90% der Moore in Deutschland trockengelegt. Dadurch werden sie zum Klimakiller und sind verantwortlich für ca. 4% der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Werden sie wieder mit Wasser bedeckt, so werden weniger Nährstoffe freigesetzt und die Moore tun wieder das, was sie am besten können, nämlich den Kohlenstoff zu speichern. Zum Schluss schauen wir nochmal im Meer an, denn auch im Meer binden die groben Treibhausgase, indem sie abgestorbene Organismen Nährstoffe und CO2 aus dem Wasser aufnehmen, um diese entweder zurück in die Nahrungskette zu bringen oder nach ihrem Absterben in die Tiefsee abzulagern. Forscher konnten auch neue Arten von Mikroben im Meer identifizieren, die über eine bisher unbekannte Art des Methanstoffwechsels verfügen. Sie haben die Fähigkeit, Methan auf den Meeresböden abzubauen. Heute haben wir uns angeschaut, dass mikrobielle Prozesse die Erderwärmung verstärken können, aber auch, wie wir sie geschickt zu unseren Gunsten nutzen können. Mit meiner Präsentation wollte ich euer Interesse wecken, auch mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen und offen für neue Betrachtungsweisen zu sein. Wir haben es jetzt in der Hand, mit weiterer Forschung und einem besseren Verständnis der Zusammenhänge den Klimawandel zu verlangsamen. Dabei könnten Mikroben unsere Helden von morgen werden.